Das hier ist unser letztes Video. Von wegen. Jetzt geht es für die beiden ehemaligen YouTube-Stars erst richtig los. Nach dem letzten Konzert im Herbst wurde es ruhig um die hessischen Zwillinge. Bis jetzt. Takeover, voll vertauscht, heißt die Komödie, die heute in die Kinos kommt. In den Hauptrollen Heiko und Roman Lochmann. Lass uns so tauschen. Was? Nicht für immer. Nur für hier, im Park. Ist doch eine Mega-Talent. Dein Ernst? Ich meine, wir können das Experiment ja jederzeit abbrechen. Wenn einer von uns auffliegt, dann tauschen wir wieder zurück. Was soll passieren? Roman und Heiko spielen zwei 18-Jährige, die aus unterschiedlichen Verhältnissen kommen. Der eine reich, der andere eher arm. Sie treffen zufällig in einem Freizeitpark aufeinander und merken, dass sie sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Deshalb schmieden sie den Plan, während ihres Urlaubs im Freizeitpark ihre Leben zu tauschen. Im echten Leben haben die Zwillinge sich selten für den jeweils anderen ausgegeben. Verwechselt wurden sie trotzdem manchmal. Ich glaube, wir waren 8 Jahre alt oder so. Da haben wir zusammen im Verein Fußball gespielt. Und Roman war im Sturm, hat aber nie den Ball getroffen. Also zumindest nie das Tor. Und ich habe dann danach vom Trainer den Anschiss bekommen. Heiko, warum triffst du das Tor nicht? Und er musste sagen, nee, das war nicht ich, das war mein Bruder. Hat er mir nicht geglaubt. Ja, das war ein bisschen doof. Aber egal. Noch vor einem Jahr wurden sie von Millionen Fans umjubelt und vor allem für ihre Musik gefeiert. Umso mehr haben sich die Lochmann-Brüder gefreut, dass es auch in ihrem neuen Film um Musik geht. Ich glaube, ich hab's Fliegen verlernt. Das Fliegen verlernt. Wir haben von Anfang an gesagt, ey, die Musik ist mit Abstand das Wichtigste für uns schon immer gewesen. Und es wäre auch total schön und wichtig für uns, dass die Musik auch irgendwie ihren Platz in diesem Film findet. Und ja, jetzt haben wir den Titelsong geschrieben, schon vor 1,5 Jahren. Und Musik ist ja auch ein großer Bestandteil des Films. Und das hat uns natürlich umso glücklicher gemacht. Und, war uns ganz wichtig. Ja, voll. Und nicht nur Danny, die Rolle von Roman Lochmann, versucht im Film bei einem Gesangswettbewerb zu gewinnen. Auch im echten Leben arbeiten die Lochmann-Brüder weiter an ihrer Musikkarriere. Nee, wir wollen noch nicht so viel verraten, aber ich kann mir vorstellen, für manche wird es vielleicht ein bisschen unerwartet. Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt, ich glaube, jetzt ist wirklich so der Stand, wir machen genau die Mucke so, wie wir es wollen. Wir produzieren gerade selbst viel auch selbst, also es ist irgendwie auch unsere eigene Handschrift drin. Und so intensiv haben wir noch nie an Musik gearbeitet, wie jetzt die letzten Monate. Und ich hoffe, das wird man dann irgendwann auch spüren und hören. Spüren, ja. Im Film geht es vor allem auch um die Familie und den Zusammenhalt und ums Erwachsenwerden. Alles Dinge, die auch für die Lochmann-Brüder in den letzten Jahren immer wichtiger geworden sind. Deshalb auch der Abschied von ihrem YouTube-Account und ihrer Teenie-Karriere. Für beide steht aber fest: Ich glaube, wir funktionieren beide auch getrennt, aber am besten zusammen. Ja. Was sie zusammen in ihrem neuen Film durchstehen müssen, können die Fans ab heute im Kino verfolgen.